Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Definitiv Edition. Ich habe definitiv gesagt, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, sollte jetzt wieder ein neuer Part sein, ne? Und ja, ich wollte eigentlich nach Dankes gehen und mir hier so, weiß ich nicht, meine Titel hier kurz mal an diesen Hasentypen abgeben, um zu gucken, ob der mir irgendwie was gibt, endlich mal wieder. Und mir noch ein paar neue Frisuren holen, mal diese eine Frau in der Kneipe. Und ja, allerdings passiert hier irgendwas, sobald ich hier weitergehe. Und ja, deswegen gucken wir mal. これまでブレイブベスペリアで仕事してきて思ったんだ。ギルドやっていくのって大変なんだね。何を今さら。だって僕たちが仕事を受ける理由ってそんなに深くはないと思うんだ。 誰かの喜ぶ顔が見たいです。依頼が悪い人の手伝いだったり、誰かを不幸にしたり、僕たちが目指すのとは反対の結果になるってのはどうなのかな。でも最終的にはあいつノビスだっけ？嬉しそうな顔してたぜ。そうね。あれであの人たちのギルドが持ち直せばいいのだけれど。 ルインズゲートの人もスコップが戻ってきて喜んでました。スコップ一つで喜びすぎだけどね。確かにミムラみたいな俺たちを利用しようとするやつもいるけどな。世界の綺麗な面も汚い面も見ていかなきゃいけない。それがギルドってわけよ。汚い面はあまり見たくないの。それを真っ向から受け止めるのも大切なことよ。 そう、ロンゲーン。今まで来てました。汚い生き物だからね。そんなことないです。人の本質は美しいものなんです。だから汚れた部分の内側にある本質を理解しないと。生前説だ。さっきまあアレクセイオンそうね。茶化さないでください。どんな悪い人でもそれぞれの事情があって。いや、社長じゃん。そら違わねえか。 どっちにしろ目標は大切だけど、そこにたどり着く必要はないってこった。そうかな。目標とは違っても、たどり着いたところがみんなで喜べる場所なら、それでいいだろ。それが望まない場所なら、次の目標を目指せばいいだけ。裸でも生きてるうちはどこだって目指せるものね。何？裸？ どれが裸だって？あ、レイヴン。やっとしょっぱすねくさん。ユリはレイヴンの味方です。それとも私？まあ、待てっての。難しく考えることない。失敗から学んできゃいいの。学問の基本よ。ギター。とりあえず。 Okay. Hat jetzt schon wieder, weiß ich nicht, so ein Trigger für irgendwas, was ich jetzt machen kann oder so, keine Ahnung. Ich will mal neue Frisuren ab. Ich sollte ja neue Frisuren freischalten. Ne? Ich habe ja jetzt neue Kostüme, damit kamen ja auch neue Frisuren. Die kann ich dann bestimmt jetzt auch nicht mit meinen Standardkostümen, sag ich mal, ausrüsten jetzt, ne? So läuft das normalerweise. Perfekt. Goldener Froschkrieger. Also er bekommt jetzt auch wieder für jeden. Also nicht. Ich habe wirklich überhaupt nichts. Was? Du kannst aus denen. Einige Leute haben ja voll andere Frisuren, wie er zum Beispiel. Oder hier. Ist eine andere das ist eine andere Frisur wie bei ihre wo ist das ohne Ikone, ja, ich will die Frisuren haben, du, gib mir eine Mission. No. Okay, hier ist nichts, dann gehen wir noch mal zu einem Typen, hoffentlich hat der, weiß ich nicht, neue Sachen für uns, keine Ahnung. Ansonsten ja, okay, wir hatten ja der Cutscene, also brauche ich mich auch nicht drüber beschweren, aber trotzdem.
Interessiert nichts mehr. Nee, okay. So, Hasentyp. Gib mir. Ich hoffe, ich muss nicht wortwörtlich jeden einzelnen Titel auf dieser Welt haben. Um irgendwie, weiß ich nicht, die ultimative Belohnung von denen zu bekommen. Irgendwie sowas. Aber irgendwie voll nervig. Weil ich habe mit Sicherheit schon einige verpasst. Hi. Hallo. Oh, Belohnung. Piratenhasenohren. Das sind einfach nur schwarze Hasenohren. Ich müsste immer noch weitermachen. Ey. Komm schon. Kann ich irgendwo gucken, wie viele Titel ich freigeschaltet habe? Also meinen Rekorden oder so. Dann, ne. Ausgegebene Geld, angesehene Plaudereien, 75%, cool. Das ist auch schon mal was, ne? Uff, nein, wollte ich nicht. 3% tödliche. Geil. So, Drachen wettreiten. So, doch, das habe ich noch gar nicht gemacht. Weil ich die ganzen Puppen noch nicht habe, ne? Hier sollte ich mal machen. Ich habe nämlich, glaube ich, hier eine Dings, eine Vermutung. Und zwar, wir gehen jetzt noch mal kurz nach Halur und holen uns. Ich habe nämlich, ja, übrigens, ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Ich habe die ganze Zeit in diesen Automaten hier so Jetons reingeballert in Namco Bandar Island und ja. Weil nicht dieser eine Automat, da kannst du irgendwie 100 Jetons reinpacken und du kriegst hin und wieder irgendwie 30.000 Geld daraus. Und dann in einen anderen, wo 500 Jetons drin sind, wo ich 500 Jetons reinpacken muss, da kann ich 150.000 Geld manchmal bekommen. Aber da ist irgendwie voll selten. Ich irgendwie bei diesen 100 Jetons Automat habe ich irgendwie mehr Erfolg gehabt. Irgendwie viel mehr Geld bekommen daraus. Ja, da habe ich ein bisschen Geld gefahren, weil warum nicht, damit ich irgendwie, weil ich nicht gewappnet bin jetzt hier für den Rest des Spiels hoffentlich. So, und ja, einer dieser Aufgaben war ja irgendwie voll viel Geld haben, ne, wenn ich mich nicht irre. Also hier, oh ja, offenbar motivieren, viel Geld erhalten, Kongratulation, ey. Wir haben ja auch geschuftet wie die Irren. Ja, also so anstrengend, die 100 Jetons in diesen Automaten reinzupacken. Für die Mühe gebe ich dir das hier. So, neue Waffe. Steinschleuder. Kinder werden ausgeschimpft, wenn sie damit spielen. Und jetzt hat sie auch noch eine üble Klinge. In jedem von uns steckt ein kleiner Bambino. Geh hier mit Vorsicht um. Zum Erwachsenen gehört es dazu, Verantwortung zu lernen. Ich weiß nicht, ob ich noch sehr viel erwachsener werden kann. Das sind alle motivierenden Dinge, die ihr noch erledigen müsst. Ein Angriff motivieren, oft wiederholen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Aber ich habe eine Vermutung, was das jetzt zu bedeuten hat. 30 Personen in einer motivierenden Zeit besiegen. Ich habe so einen Verdacht, und zwar hier 30 Mann Nahkampf, ne? Ich habe so das Gefühl, ich muss das machen und dann irgendwie, weil nicht in irgendeine Bestzeit irgendwie so machen. Bis jetzt habe ich 3 Minuten 44, ne? Und ja, ich habe so das Gefühl, ich muss das machen. Dann kriege ich das, ne? Aber mal gucken. So, ich möchte mal ganz kurz gucken. Steinschleuder. Ist genauso stark wie das, was ich jetzt habe. Aber da ist aber stärker. Ich hatte schon gedacht, habe ich jetzt eine Kochen plus. Wird ab und zu die Wirkung des automatischen Kochens nach einem Kampf. Okay, cool. Und nur wenn Raven hat kocht? Keine Ahnung. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal kurz nach Nodoprolika und versuche mich mal an diesen 30 Mann Kampf. Ich mache das mal vielleicht mit jedem Charakter hier einmal. Sollten ja alle hochgelevelt sein, ne? Genug, um da irgendwie durch zu rushen, als wäre das nichts, außer vielleicht mit einigen Charakteren. Nordopolika. Und dann sehe ich euch, wenn sich hoffentlich da irgendwie was tut, ne? Also bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt hier im Schrein von Saude oder Saud oder wie auch immer. Und ja, ich habe mir gedacht, gehst du mal hier rein, weil hier warst du ja auch schon lange nicht mehr, hast dich hier so umgeguckt und ja. Droid und Gauch haben wir den Weg bisher wieder blockiert und ja, ich habe hier was gefunden. Hier ist, ich stehe direkt vor dem Raum, wo wir gegen Alexei damals gekämpft haben und da passiert was. Also schauen wir mal. Muss man sehen.
Ja, wir brauchen immer noch die Badeklamotten. Das ist Sauds inneres Heiligtum. Ich weiß, dass wir dachten, hier wäre vielleicht Hinweise zu finden, aber ich habe nichts gesehen. Seht ihr? Ich habe gesagt, das sind bloß Märchen. Vielleicht hat sie recht. Aber die Mariszelle war auf jeden Fall hier, also wissen wir immerhin das mit Gewissheit. Tja, der größte Teil von Saude wurde zerstört, also selbst wenn wir ja früher irgendwas war. Warte. Was? Hier fließen Kraftströme. Sie fließen nach unten? Irgendwas ist noch aktiv. Ja, Rita hackt jetzt erstmal. Heiliges Kanonenrohr, sie hat recht. Dieser Ort scheint an einem ganz anderen System angeschlossen zu sein. Ist sehr schwach. Ich hätte jetzt gar nicht gespürt, wenn Saude nicht reaktiviert worden wäre. Such's mal, Patty. Kennt die Stille des Ozeans zwischen dem blühenden Korall und dem leuchtenden Gestirn. Okay. Oh, Kompass. Sie haben sich verbunden. Hey. Was ist das? Welche Art? Das ist ein Teleportformel. Also Jackpot? Der Wahrscheinlichkeit zum Trotz, ja. Mast und Schottbuch, die Legende ist wahr. Es ist der Garten des abnehmenden Monds unter uns. Nicht zu vorstellen, noch wissen wir nicht, das nicht mit Sicherheit. Das große Piratensymbol, eine Verbindung von Maristella und Maris Gemma. Sie erhöhen Glück und absorbieren Wasser. Da kann ich halt ausrüsten. Sama. Glück ist irgendwie nichts hier, aber okay. Gut, wir können jetzt hier rein. Okay, das ist im Eingang zurückzukehren. Ja, gucken wir mal. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, optionale Dungeon oder so. Nekropole der Nostalgie. Das ist also Saudes Kellergewölbe. Scheint so. Also dann los geht's, volle Segel. Patty, warte. Nicht einfach weg, wir bleiben zusammen. Im Moment E1, ja, da klingt schon irgendwie nach, wenn ich Dungeon irgendwie so optional Dungeon. Aber gucken wir mal. Sieht so ein bisschen aus wie hier diese optional Dungeon von Berseria. Oh, das ist eine riesige Statue. Ich frage mich, wer das ist. Was für ein Geier ist dieser Ort? Wenn ihr jemand im Paradies, wenn ihr jemals ein Paradies war, dann ist es offensichtlich längst hinüber. Diesmal positiv. Wer hat gedacht, dass unter Zaude etwas schlummert? Ja, das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Hier muss es jede Menge Schätze geben. Was ist das? Irgendwas ist da drüben. Steht was geschrieben? Mist, ich kann es nicht entziffern. Das ist in altgereirosischer Schrift verfasst. Mal sehen, hier ruhen die Kinder des Vollmonds mit der Macht und Lebenskraft, Unheil abzuwenden. Sie, so seien unsere Sünden vergeben, solange ihr Schlaf nicht gestört werde. Okay, stören wir mal den Schlaf, ne? Duke erwähnte, dass Zaud mit der Lebenskraft der Kinder des Vollmonds betrieben wird. Also wurde Zaud errichtet, um Unheil abzuwenden und den und die Adephagus? Was sagt uns das? Es ist eine Grabstätte für die Kinder des Vollmonds? Oh mein Adephagus. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich habe mich schon gefragt, was diese Steinplatte dort hinten war. Wie sich herausstellt, ist es ein Grab. Der gesamte Bereich der Wand muss ein Grab gewesen sein. Na, wo ist dein Paradies jetzt? Das ist eine gute Frage. Meinte Grand Clay mit Paradies wirklich diesen Ort? Es ist viel, viel weiter unten. Wir müssen es wohl selbst herausfinden, oder? Haben diese Kinder des Vollmonds nicht irgendwie so ein Schild errichtet, damit der Adephagus nicht hier rein kann? Ursprünglich. Ja,
Angst. Okay, da unten sehe ich schon so Dinger, die mich zurück in den Eingang teleportieren. Mehrere. Ja, und ich habe irgendwie Angst, dass jetzt hier, weil nicht voll die starken Gegner auf mich warten. Aber vielleicht ist ja auch hier nichts, ne? Für den Moment E1. Halt, das ist eine Sackgasse. Huch, nicht schon wieder. Genau wie vorher. Wir können vielleicht weiter runtergehen. Wow, wow. Hey, hier drüben ist irgendwas Glänzendes. Oh, da liegt was Schönes. Welcher die Art und Weise, wie sie aufgereizt sind und bewandt ist? Aber welche? Das ist eine Karte. Wie kommst du darauf? Piratenintuition. Gibt es die wirklich? Was machen wir nun? Weitergehen? Na logisch, oder Estelle? Oh ja, ich denke schon. Es ist sicher und springt nicht gleich etwas Gefährliches entgegen. Mal den Teufel nicht an die Wand, Mädel. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Seien wir einfach wachsam. Wuff. Die Karte sagt mir jetzt aber nichts. So, hier geht es auch weiter runter dann. Ne? Aber ich habe noch nicht hier alles erkundet. Ne? Also, solange ich nicht mehrere Orte habe, wo ich runtergehen kann, ist noch alles Paletti, ne? Wenn ja auch keine Gegner auftauchen, was ich so das Gefühl habe, wird sich bestimmt irgendwann ändern. Dann ja, bestimmt der optionale Boss oder so hier. Weil nicht. Ich erinnere mich auch ein bisschen an den Zonenkäfig von Graces. Der Zonenkäfig dabei, aber nicht dabei im Weltraum mehr oder weniger. Estelles Gebet. Also ich geht's auch nicht weiter. Yuri. なくなった方の安らかな眠りを祈ってるんです。そのまま全部のお墓にお祈りする勢いね。うん。そのつもりですけど。じゃ、嬢ちゃん、本当にやるつもりだったの。俺様の想像の上を行く姫様と。何かの修行みたいじゃの。お祈りしても願い事は叶うわけじゃないのよ。 Mein Gott. Nicht gerade die richtigen Worte. Und du willst für Tote beten? Sind ja auf dem Friedhof mehr oder weniger. Hat mal ein bisschen mehr Respekt, während wir rumlaufen und Schätze plündern. Aber gut, scheint jetzt nur ein Weg zu gehen. Also geben wir den, ne? Die Karte werde ich jetzt nicht unbedingt schlau. Aber ja, vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, ich verstehe es nicht. Gut, gehen wir mal runter. Was? sind Gegner auf einmal am Aufzug. Was zum? Wir sitzen fest. Könnte das eine Falle sein? Es muss einen Grund geben, warum sie uns aufhalten wollen. Der Weg zum Paradies ist mit Prüfungen und Beschwerlichkeiten gepflastert. Eine lausige Prüfung, wie ich finde, die wird uns nicht aufhalten. Wow, 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 wow. Ja, je nachdem, was für wie stark die sind, ne? Jetzt pass auf, Level 120 oder irgendwie so was, ne? Maristella, hey, das ist jetzt immer noch. Ich dachte, die haben sich verbunden. Okay, Level 55, das geht ja noch. Repeat, klau mal Sachen. Vielleicht haben die irgendwelche Sachen, die ich brauche. Kein Objekt zum Stehen, alles klar. Also, ja, kein Problem sein hier.
Oh, da kommt noch mehr, glaube ich. Ja, was zum Teufel? Anscheinend führt der einzige Weg an denen vorbei, mitten durch. Vielleicht verschwinden sie irgendwann von selbst. Wenn wir darauf warten, verschwenden wir nur unsere Zeit. Meinst du das? Ich glaube, diese Form teleportiert in regelmäßigen Abständen Monster von außen herein. Je länger wir also warten, desto mehr Monster müssen wir also fertig werden. Können wir denn nichts dagegen tun? Von hier aus nicht. Da liegt mir wohl besser Anker. Es bleibt wohl keine Wahl. Dann los und haltet die Augen auf. Gehen den Weg auf der Karte entlang, um neue Gebiete zu gelangen. Schalte vor den Abbruch auf manuell oder halbautomatisch um. Aber ich muss sogar dahin laufen. Okay, das ist cool gemacht. So, neue Gegner, glaube ich. Ach, da wollte ich nicht einsetzen. Ja. Gefreiter Fledermaus Junior. Nee, ich habe niemanden getroffen, ehrlich. Clown. Kann ja weg zum Clown. Alles klar. Dafür ist der Weg jetzt immer noch angezeigt. Ich habe irgendwie Auswahl zwischen mehreren Wegen oder so. Wenn ja, dann werde ich mich hier richtig verirren. Okay, da geht zum Beispiel wieder runter, ne? Ach, dafür war die Karte da. Damit man weiß, wo man hinläuft oder was. So, ich sehe da irgendwie was. Schatztruhe blau, was? Fluggurke. Sieht jetzt nicht so aus, als würdest du fliegen oder so, aber. Orangenkugel halten, okay. Ich habe erst gedacht, vielleicht muss ich die irgendwie, ja, weiß nicht, ganz lassen am Ende, damit ich was kriege. Ananasgummi, die Sachen bringt es jetzt nicht so. Ja, was soll's, schätze. Jetzt mal an, der hat auch nichts zum Stehlen, ne? Doch, Rita hat die andere aufgemacht mit dem Zauber, nehme ich an. So, und jetzt geht's nach rechts, ne? Und jetzt der Teleporter, sehe ich gerade. Zur nächsten Ebene, nehme ich mal an. Okay, die sind schon Level 60. Kann ja weg zum Stehen. Okay, das macht es wenigstens einfach. Nur irgendwann werden bestimmt welche auftauchen, die Sachen zum Stehen haben, ne? Und dann 60 da, wenn ich die nicht beklaut habe. Okay, warum? Ich werde Erfahrungspunkte hier leicht bekommen. Also sind da relativ starke Gegner. Ja. Nichts Neues. Taumelschlag. Okay, sind wir ein bisschen beschäftigt, mal ausnahmsweise. Für eine Weile. Puh, wir haben es rausgeschafft, oder? So sieht es aus. Ich halte von Paradies ist voller solcher Monster. Das ist ja gewiss nur eine Falle. Aber er würde eine derart komplizierte Falle entwickeln. Und zu welchem Zweck? Vielleicht um sicherzustellen, dass niemand sieht, was dort unten verborgen liegt. Ja, aber das schönste Paradies, das die Menschen je kannten, Schutz braucht. Mit Monstern oder so. Wie könnt ihr immer noch an diesen Unfug glauben? Doch, ich finde es schön, dass sie noch so träumen wagen. Wenn es das Paradies wirklich gibt, dann finden wir es hoffentlich bald. Ich bin fix und fertig. Ja. Hey, Patty hat recht. Das Muster, das wir im oberen Stockwerk auf dem Boden gesehen haben, war eine Karte. Du hast recht, die Pfade stimmen überein. Die weiße Markierung war der Eingang und die rote war der Ausgang. Hast du das ganze Ding eingeprägt? Ich bin beeindruckt.
Dann der grüne Markierung war eine Schatztruhe. Das ist wundervoll, aber was machen wir jetzt? Entweder gehen wir weiter oder wir drehen um. Ja, Angst vor Gräbern. Das. Oh Gott, ey, wir sind voll kaputt schon. Oh, ich habe schon, okay. Gut, meine Frage ist jetzt, wenn ich rausgehen würde, wo würde ich wieder landen? Das ist jetzt meine größte Befürchtung. Wenn ich jetzt irgendwann hier rausgehe und dann muss ich wieder von Anfang an hier den ganzen Weg hochlaufen, ne? Nee, Buch der Monster. 65, ich glaube, ich hatte 64 vorher. Okay, solange es immer nur hier so weitergeht, da kann ja nicht so tief sein, ne? 100 Ebenen, pass auf. Ah, lass mal sehen. So, hier jetzt zurück, ne? Aber zur höchsten Ebene gehen, ja, aber komme ich dann auch wieder hier hin zurück oder was? Ich hätte gerne so eine Art Checkpoint irgendwie, der mir sagt, ja, wenn sie noch mal hier reingehen, dann kommen sie in Ebene, weil nicht 5 oder so. So, warte mal hier. Das ist also die Karte. Carol hat gesagt, weiß ist da, wo wir starten. Ne? Blau war eine Schatztruhe, glaube ich. Ne? So, wo ist jetzt das, wo wir hin müssen? Rot oder grün? Rot hat er, glaube ich, nicht gesagt. Also gehen wir mal nach Rot. Da nehme ich mal einen Kombi, sie nicht. Mehr Gegner oder so, ne? Okay. So, alte Gegner, gut. Jetzt sind sie ja noch einfach. Aber sind sie immer. Besten Gegner in so optionalen Dungeons. So, ach, das geht jetzt auch. Ich dachte mal, die Kamera dreht sich dann auch so richtig um. Das wäre ein bisschen verwirrend dann gewesen. So, blau. War nicht blau und Schatztruhen? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wenn ich einen Weg gehe, ob ich dann direkt rauskomme oder so. So, grün war Ausgang, ne? Ich nehme mal ein Rot, geben wir mal, ne? Rot. Ne, hier ist schon der Ausgang. Rot ist der Ausgang. Carol, oder hat er ja gesagt, rot ist der Ausgang. Dann kann ich noch mal zurück? Glaube nicht, ne? Also wahrscheinlich sind da wieder nur Orangen-Gummis oder irgendwie so was, aber ich will trotzdem machen. Aua! Rita hat keine TP. Aber außerdem, dass wenn der Bosse oder irgendwie so was rumlaufen, dass ich vorher noch gewarnt werde. ずっと人間を慰めるためなので、実際はこんなんで、その魂ってやつが慰められてるかどうかは分かんねえけどな。いや、死んだ、トータル。
Leute, die ja echt so viel haben gegen Gräber. Okay, boah, ich habe hier was. So, alles klar, Entschuldigung. Irgendwas wollte ich machen. Warte mal, zurückgehen. Ich kann nicht mehr zurück. Okay. Entschuldigung. Das hat für mich schon, weil ich glaube, bedeutet für mich schon, hat wir jetzt mal, wenn wir reingehen müssen, dass wir wieder, oder ich muss ja speichern zwischendurch. Weißt du was, ich habe eine Menge Cutscenes gesehen. Ja, guck mal, wie lange ich schon wieder gespielt habe. 20 Stunden, ey. Ja. Ja, weiter. Ich mache jetzt hier so lange weiter, bis ich nicht mehr weiterkomme. Also quer wird wahrscheinlich irgendwann passieren, ne? Aber hier gibt es Speicherpunkte, hast du auch schon mal was. Bin ich nicht ganz so ins kalte Wasser geworfen. So, wir wissen, rot ist also da, wo wir hin müssen. Da ist der Ausgang. Ich nehme jetzt mal einfach an, in den Schatzraum war jetzt nichts Besonderes. Und hier sind zwei Ausgänge. Okay. Mal los. Okay. Alte Gegner. So, an welchen Ausgang will ich dann gehen? Ich glaube, ich gehe dann schon in den längeren, ne? Kann ich dann irgendwie mehrere Ebenen überspringen oder so? Ja, was ist das? Aber zum nächsten Ausgang, glaube ich, schon hier und dann nach oben, ne? Schon aber irgendwie, weiß nicht, nichts so an neuen Gegenständen oder so zu bekommen. Einfach nur, weil nicht die Gegner hier nichts hinterlassen oder klauen lassen, weil nichts Besonderes hinterlassen. Ja, stimmt schon. Okay, ist der. Wir sind Truhen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin jetzt gerade. Boah. Gefreiter Fledermaus. Ja, ich konnte hier eigentlich auch kaputt machen, nachdem ich die Gegner erledigt habe, ne? So, okay, es scheint aber nichts Besonderes immer drin zu sein. Rita, hier, nimm mal ein Ananas-Gummi, wo ich wieder hier eins finde. Aua. Spezifik halten. Mal zählt nur als einen Treffer. Ich dachte, hier könnte man vielleicht so Combo-Dinger hier farmen. Hier so Titel und was weiß ich. Also eine bestimmte Art von Kombo brauchst. Wieder Ananas Gummi. Okay, weiter. Hier ist der Ausgang. Gehen wir einfach hier hin. Ich weiß jetzt nicht, was das andere sein soll. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen mehrere Mal hier reingehen, ne? Also wird schon irgendwann die Chance haben, um einen anderen Weg zu gehen, oder? So, ich muss dann immer von Anfang an hier reingehen. Was ein bisschen blöde wäre, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, ich eigentlich den Angriff darin. Ich noch was am Lernen oder was? Einsamer Wolf-Attacke.
Ja, ich glaube, ich bin noch was am Lernen. Wiedergeboren, zauberhafter Stoß und mehr Zeug. So, für den Moment E9. Was? Okay. Was bin ich gerade am Lernen? Also bei Wolf-Attacke, Sturmböe. Dann machen wir das mal kurz. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Sturmböe, Reflexion hier. Ne, nicht auf Widerstand hier. Ein Sturmböe. Dann lernen wir direkt mal hier was on screen. Wo ist it? Wo ist it? Sturmböe? Habe ich da ausgerüstet. Boah, was? Die ganze Zeit hatte ich das schon ausgerüstet, ey. So, ich habe ein paar Ebenen übersprungen, so wie es aussieht. Ist das gut oder schlecht? Mein Instinkt sagt mir, in der 10. Ebene oder so kommt ein Boss. Na, guck mal, wir sind sogar schon an dem sein Röckchen. Okay, wir können speichern hier, das ist ja schon mal gut. Also egal, wie gefährlich es hier sein wird oder so, wir können jederzeit speichern. Also wir können auch jederzeit hier verlassen, das Gebiet mit diesen Teleportern. Also so schwer scheint mir das jetzt nicht zu sein. Und dann mal los. Ja. Ich kann direkt nach links oder ich kann nach oben gehen, um die Thron zu holen, ne? Gehen wir nach oben. Die Zufall generiert die Karten. Jetzt kommt völlig starken Gegner. Nö. So. Ja, ich noch was am Lernen bin. Hier. Ich habe eigentlich geplant, nach diesem Part mal ins finale Dungeon reinzugehen, weil langsam gehen mir so, weil ich die Sachen aus, die ich machen kann, neben questmäßig, oder ich finde nicht irgendwie, wo ich noch weitermachen kann, keine Ahnung. Und ja, würde ich sagen, wir machen dann auch mal weiter hier irgendwann in der Story, weil ich nehme an, die meisten Sachen werden erst freigeschaltet, weil die meisten Quests werden wahrscheinlich erst aktiviert, wenn ich irgendwie direkt vorm finalen Boss oder so stehe, oder vielleicht sogar nachdem ich den erst erledigt habe, keine Ahnung. Du bist neu, schwerer Bär. 61, ja, langsam werden sie auch ein bisschen tougher. Ja, ewig kann man ja bestimmt nicht bleiben. Okay, der tut nicht automatisch die Schatztruhen an, die, da finde ich ein bisschen hoch spezifisch. Wissen wir ja benutzbare Sachen. Ich glaube, so kann ich Gegenstände werfen. Könnte ich mir das vergessen? So, ich habe R2 gedrückt, hat nicht geklappt. Ja. Soll halt eigentlich, wenn er immer so direkt weggeht. Oh, was? Dann macht ihr den kaputt. Ich nehme hier die Schatztruhe. Geh weg von mir, ich will nicht. Weg. Also ich kann ja eigentlich einfach mal Wolfsturm. Ich habe gar nicht Kreis gedrückt. Aber okay. Was? Nutzungen 107? Dann sammeln wir Wolf-Attacke. Okay. Wie ich das jetzt gelernt habe, war irgendwie verwirrend. Aber ich kann halt nicht mehr anvisieren. Aber ich kann ihn noch looten. Das ist auch was. Hi. Du bist auch neu. Kerngeist. Spätestens. Oh Gott. Nee, 53, das ist doch nichts.
Ja, schwächer als die Viecher. Komm, ich heile dich mit Pete. Ja, ich wollte den da oben in der Luft fangen. Ja, macht den schon kaputt, ne? Ja, ich bekomme TP wieder, wenn ich hier drauf haue, das ist doch gut. Magisches Auge, ja, ich wollte gerade sagen, spätestens wenn mir die Augen ausgehen, gehe ich hier wieder raus, weil ich da nichts analysieren kann, aber ich bekomme sie jetzt wieder alle. Ja, komm, Tank des Lebens. Brauchte ich noch nicht bisher. So, ich hoffe ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Gebiet zurückgehe oder so, ne? Oder ein Kampfgebiet, wo ich war, ne? Oh, der hat schon wieder so Resistenzen gegen alles Mögliche. Ja, ich hoffe, wenn ich jetzt so ein Gebiet zurückgehe, ne? Ich dann nicht nochmal gegen die Monster kämpfen muss. Keine Ahnung. Sonst geht alle die TP aus. Nicht, dass wir sie unbedingt brauchen eigentlich, aber ich werde trotzdem wo alle getroffen hat, da Ding gesehen. Boom, schon wieder. Nee. Teil ist schon tot. So, Ananas Gummi hier. Mein Gott, jetzt macht doch nicht die Ruhestätte hier kaputt. Ich habe die ganzen Krater da am Boden gesehen. Sieht ja schrecklich aus. Nicht noch irgendwas am Lernen mit Yuri. Habe mich jetzt ein bisschen, weiß nicht, paranoid gemacht. 84, 107, finaler Sturm, den habe ich noch nie eingesetzt. Dann zeig mal. Oh. Das sieht aus wie ein super Azur. Ich sag nochmal. Azurschneide. Super Azurschneide. Voll viele TP verbraucht. Jetzt wo ich so das bemerke. Wie viel brauche ich denn dafür? 30. Ja, boom. Und Bärenklaue. Dann vielleicht mal die Ausrüstung eher nachgucken. Na, 10. Das war für irgendwas passiert jetzt hier. So, du musst noch, weiß ich nicht, eine andere Waffe ausrüsten, glaube ich. Wolltest, glaube ich, nur eine. Da. Genau, die Steinschleuder. Und Estelle, du hast, glaube ich, auch schon, ne? Du hast ja Gouches und Droids Schwert ausgerüstet, ne? Jetzt hast du gerade ausgerüstet von den beiden. Nimm das hier, das hat mehr Magie. Das hat rote oder das grüne? Das ist das grüne, jawohl. Das grüne ist besser für Estelle. Nicht gut. Gott. Nein, kein Speicherpunkt. Bitte, dass jetzt hier nichts passieren. Wie gesagt, meine Frage ist jetzt immer noch, wenn ich hier wieder raus und wieder reingehe, wo komme ich dann raus? Muss ich dann noch mal alles hier ein bisschen machen? Das ist so meine Befürchtung hier. Diese Dungeon. Für den Moment E10. So. Müssen wir links oder rechts entlang gehen und oben. Jetzt bestimmt irgendwie 100 Ebenen oder so. So, du bist ein gefreiter Fledermaus. Was? Weiter. Die Dinger sind Level 55. Du bist Level 50. Ich lerne einfach den Angriff. Vielleicht lerne ich ja noch was, wenn ich den 100 Mal einsetze.
So läuft er normalerweise ab, ne, bei den Angriffen, bei den Art. Nichts getroffen. So. Naja, es ging nach links oder rechts, und dann nach oben. Und dann nach links oder rechts, je nachdem, wo man hingegangen ist, ne? Ich dachte irgendwie, weil ich in einem bestimmten Bereich oder so Gegner auftauchen, die nur da auftauchen, weil ich irgendwie an dieser Stelle hochgegangen bin oder so. Gerade weil ich diesen Weg nicht gegangen bin, habe ich so verpasst oder so. Weil deswegen kann man ja wahrscheinlich hier wieder raus und reingehen, ne? Gott. Mal locker, Alter. Ja, komm. Ich verballer jetzt einfach mal an. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich kein Geld, um mir die Nummer neu zu holen oder so. Ne, ich habe 1,5 Millionen Geld, weil ich diese Automaten hier die ganze Zeit gefarmt habe. 30.000 Geld dadurch mal bekommen habe. Also ich habe hoffentlich vorgesorgt hier für das gesamte Spiel. Das restliche Spiel, hoffentlich. Hoffe ich jedenfalls. Da gibt es ja 1000 Ebenen und ja, ich bin noch eine ganze Weile beschäftigt oder so. So, gib mir mal. Ich glaube, hier war ein Schatzton, der hat noch nicht mal eingesetzt. Jetzt oder Gullim Borsti. Okay. Nein, du. Level 60, okay. Mach mal Alpha. Aber ist ja nur ein Gegner, ne? Ah, ich wollte euch auch treffen. Genauso. Na, oh, der tut so ein Kreuzding in mir. Die werfen sich mal. Schlitz so zweimal, tut so ein Kreuz auf den schießen. Geh weg. Geh weg. Lass nicht in den Bildschirm rein. Jawohl, Ananas-Gummis. Wieso mache ich jetzt schon wieder nur einen Schaden? Ja, dann kämpfe ich mich gegen dich. Ich habe hier noch Schatzruhen, die ich einsammeln kann. Ah, das Gummi ist cool. Ich kann nicht Schaden machen. Er lag am Boden, deswegen habe ich wirklich Schaden gemacht. Ich nehme jetzt mal einfach an, hier sind besondere Sachen drin. Na, guck mal, wie viel ich habe schon wieder meine anderen das Gummis also wieder zurückgefasst. So, warum gibt es jetzt hier noch einen Weg? Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Und ich hoffe wirklich, die Monster respawnen nicht, wenn ich den vorherigen Dingern wieder zurückkomme. Bin ich jetzt genau? Ich bin da rechts gegangen, ne? Keine Ahnung. Man sah jetzt irgendwie aus, hätte ich die Konstellation hingemalt mit meinem Schwert. Vielleicht noch irgendein Gegenstand, mit dem ich Ethas TP-Verbrauch reduzieren kann, weil ihre TP gehen dauernd irgendwie unter. So, hier müsste richtig sein. Ether rauf. Wir sind doch schon tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Gegen dafür kann ich sowieso keinen Schaden machen. Schlitz. Kann ich hier mit Schaden machen? Noch nicht mal zu dir hin. Ja, macht den fertig. Nein, nicht so. Oh, ich sehe gerade, der hat P-Verteidigung 3333. Ohne warum ich keinen Schaden gegen ihn mache. Wieder, warum kommst du näher? Ach, deswegen, okay.
Estelle, was machst du da? Wir brauchen gerade Magie, also. Physische Angriffe bringen leider nichts. Wo bin ich? Ach, bin ich jetzt unten in der Mitte? Ich glaube schon, ne? Das heißt, hier. Na, guck mal. Naraka. Fähnrische Fledermaus. Okay. 65. Aua! Naraka sollte eine Anspielung an Naraka sein aus Inuyasha. Na, vielleicht heißt er irgendwie ein Viech irgendwie so aus der japanischen Mythologie oder so, so. Keine Ahnung. Wir sind schon stärker, die Gegner. Ja, die machen schon dicke Schaden. Aua. Weg von meinen Magiern. Ich glaube, du könntest den ordentlich Schaden machen. Sehr gut. Oh, Combo. Nein, Rita, geh weg. Du willst nicht hier hinkommen. Ich habe keine TP zum Clown. Kein Objekt im Stehen. Gut zum Level in der Ort. Habe ich so für Kautschuk-Haut. Was für ein Ding? Kochen plus, ja. Unterste Ebene. Okay, das klingt verdächtig. Wir sind schon da, anscheinend. Oh ja, das sieht. Ich werde voll geheilt, ey. Das ist ja voll krass. Okay, hier wartet jetzt aber am Boss. Pass auf. Jetzt kriege ich auf die Fresse. Jetzt kämpfe ich gegen die Statue, oder? Hier scheint, haben wir endlich den Boden erreicht. Mann. Sprechen die? Ich war nix. Ey. Wenn von hier unten hochschaut, sieht man erstmal, wie riesig dieser Ort ist. Hey, Moment, ist das ein Schwert? Dein Normus, das bedeutet wohl, die Geschichten stimmen doch. Es ist wirklich eine uralte Ruine. Das ganze verlumpte Ding war ein Grab, kein Paradies. Ja, du hast wohl recht. Ja, komm schon, tu nicht so enttäuscht. Psst, ich bin untröstlich, aber es ist schon okay. Meine Abenteuerlust ist befriedigt, weil wir ohne Grund das Territorium betreten haben. Ich bin froh, dass wir herkamen. Das war eine großartige Einstellung. Ich bin froh, dass die letzte Ruhestätte der Kinder des Vollmonds gesehen zu haben. Ich mir vorstelle, wie sie ihr Leben opferten, um den Artefagus zu versiegeln. Schenken mir den Mut, dem Artefagus selbst gegenüberzutreten, wenn die Zeit kommt. Das ist gut, aber du musst dazu nicht dein Leben opfern. Ich weiß. Oh, Moment, wenn es hier nie ein Paradies gab, warum hat Grants Clay dann davon geschrieben? Juhu! Was ist los, Repeat? Hey, ich konnte noch nicht mal wegdrücken. Oh, Gigantomonster-Thema. Anubis. Klar, warum nicht? Ja, 55. Oh Gott, der könnte, glaube ich, ein bisschen wehtun. Nur das war zum Klauen. Komm schon. Lavendel, okay. Okay, vielleicht ist er doch nicht so. Okay, mal down. Meteorsturm, gut. Genau wie mein Kanal-Trailer. So, fall doch nicht die ganze Zeit um, ey. Boah. Okay, ich würde aber sagen, nach dem Part gehen wir trotzdem endlich mal in der Story ein bisschen weiterspielen. Weil ich mal, weiß nicht, auch sehen will, wie der Final Dungeon so ist, ne? Und ich will ja auch nicht vollkommen überleveln für die Story. Vielleicht bin ich schon irgendwie zu stark irgendwie so für den finalen Boss, keine Ahnung. Stelle ich mir jetzt vielleicht nicht so vor, aber schon eine ganze Weile, seit ich weitergespielt habe, also seit ich nicht mehr weitergespielt habe. Boom. Ja, Repeat und Yuri schaffen das. Repeat, ich spiele Yuri. Ey. Der Move kommt mir irgendwie bekannt vor.
Stimmt, gegen so ein Viech haben wir doch schon mal gekämpft, ne? So ein ähnliches. Oh, da ja, daneben. Okay, jetzt spam nicht die ganze Zeit den Angriff, der ist voll nervig. Jetzt macht er die ganze Zeit den Angriff, ey. Ja, okay, ist gut, Mann. Oh. So, komm, Kombos. Ich liege ja wieder am Boden und ich treffe die derzeit nicht. Jawohl, zwei kritische Treffer. Tödliche Treffer meine ich. Falsches Spiel. Wir machen kritische Treffer für dreifachen Schaden. So. Aber was ist denn das schon wieder? Ah, schon wieder verpasst. Ich kann auch überall mit einsetzen oder so, aber der ist jetzt nicht so stark, als dass ich jetzt brauche. Ja, Mystic Arts brauche ich alles nicht. Ne? Er fliegt doch die ganze Zeit um, wie so ein hilfloser Typ. Auf damit. Ja, Rita geht gleich die TP aus. Rita sind die TP ausgegangen. Ich habe ja zwei gerückt, Mann. Ah. Dann lange Cell und Rita die ganze Zeit auf den draufballern. Ich war gerade im Angriff. So, jetzt. 24.000. Ich bin gleich tot. Dann heile ich mich mal hoch. Ist jetzt nicht so schwierig. Ich halt irgendwie die Gigantum und dagegen, die ich kämpfen habe bisher. Ja, schon wieder verpasst. Los, komm her. Na, oh, bin umgefallen. Ich kann nicht mehr aufstehen. So, du bist weg. Das ist nicht so schwer. Was zum Henker ist das? Der Beschützer des Grabs vielleicht. Schaut euch das an. Okay. Noch eine Formel, glaube die andere. Sie führt offenbar noch weiter runter. Jawohl, es war falsch, einfach aufzugeben. Runter geht's, meine Lieben. Der Garten der abnehmenden Mondes wartet uns. Ich glaube, wir haben den Torwächter gesehen, nicht den Beschützer. Wenn ihr Endstation ist, hast du vielleicht recht. Na, es ist ja nicht so, als könnte ich jetzt noch umdrehen. Gehen wir. Beim Schützer, dein Schatz. Okay. Ich möchte mal ausprobieren. Kann ich jetzt immer wieder hierhin teleportieren? Wo bin ich gerade? Ich bin jetzt ja ganz oben, ne? Cool. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, ne? Dann kann ich doch sicher immer wieder mich dahin teleportieren, ne? Komm. Nein, ich wollte nicht nach unten. Na gut. Ich wollte doch nicht nach unten, ey. Ja, vielleicht schneide ich das hier raus, keine Ahnung. Ich wollte nämlich nicht nach unten. Ich dachte, wir wären jetzt da. Und sag mir jetzt hier wieder so ein Ding, womit ich rausgehen kann, ey. Schon gewundert, warum die Karte da war, aber. Entkommen. Dann komme ich wieder nach oben. Okay, perfekt. Das ist doch viel besser.
Wo ist denn jetzt der Ausgang hiervon? Bin ich schon hier auf der... Okay, ja, bin ich auch. Ich wollte eigentlich ganz rausgehen und gucken, ob, wenn ich wieder rausgehe, ob das Teleporting immer noch da ist. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, ja. Okay, vielleicht machen wir im nächsten Part doch noch ein bisschen weiter hier, wenn es hier noch weiter geht. Obwohl, nee, lass mal irgendwie, weiß ich nicht, storymäßig weitermachen. Einfach nur, weil, weiß ich nicht, ich will mal ein bisschen die Story weitermachen. Aber irgendwie nichts Neues bekommen, glaube ich, ne, also. Weil ich nehme an, die meisten Quests werden sowieso erst freigeschaltet, nachdem ich, weiß ich nicht, kurz vorm finalen Boss oder so stehe. Also ja, ich würde sagen, wir machen mal die Story ein bisschen weiter. Wir gucken uns wenigstens mal das finale Dungeon an im nächsten Part und dann kommen wir irgendwann hier wieder zurück. Ich nehme jetzt auch mal sehr stark an, wir werden die unterste Ebene von diesen Dingen bestimmt sowieso nicht erreichen können. Einfach nur, weil wir nicht stark genug sind, ne? Irgendwann wird mit Sicherheit ein Boss auftauchen, der irgendwie bei nicht Level 100 oder so ist. Und dann stehe ich da und dann muss ich wieder raus und muss ich wieder da reinrennen und ja. Deswegen machen wir halt alles so in einem Lauf, ne, würde ich sagen. Gut, dann war es das für mich für diese Folge wahrscheinlich, ne? Und ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wo wir mal das Final Dungeon hier besuchen werden. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.